Fitness vor 14 Jahren angefangen. Das habe ich einfach begonnen, weil ich früher etwas dicker war und mich die ganzen Leute in der Schule gehänselt haben und da wollte ich was verändern. Und dann habe ich mit Fitness angefangen, erstmal klein, in einem normalen Fitnessstudio. Und dann habe ich gemerkt, wie es mir gefallen hat, dass ich abgenommen habe, langsam Muskeln bekommen habe, habe ich immer mehr trainiert. Und dann so vor gute 9 bis 10 Jahren habe ich dann auch mit dem Bodybuilding angefangen. Ja, das Point ist eigentlich schon bekannt hier in der Gegend. Sehr groß, gute Geräte. Auch das Personal soll ziemlich gut sein. Und deswegen wollte ich einfach mal vorbeischauen und dann Schnuppertag gemacht. Und dann hat es mir ziemlich gefallen und deswegen bin ich dann hier geblieben. Also ich gehe 5-mal die Woche trainieren. Meistens immer von montags bis freitags. Und wenn jetzt irgendwie unter der Woche was dazwischen kommen sollte, dass ich keine Zeit hätte, dann tue ich natürlich dann mal entweder am Samstag oder am Sonntag trainieren. Und ansonsten ist bei mir montags immer, jeden Montag immer das gleiche Training, Dienstag genauso. Und manchmal so in allen 6 Wochen vielleicht eventuell tue ich mal meinen Trainingsplan umändern, dass ich andere Reize kriege. Aber ansonsten bleibt es immer von montags bis Freitag. Nächstes Ziel ist nächstes Jahr in der Herbstmeisterschaft zu starten von der NAC, das ist mein Verband. Und da will ich halt ziemlich weit kommen. Also mein Ziel ist international nach Hamburg auf die Univers. Und dann will ich mal wieder gucken, wie es dann weitergeht. Also ich werde dann definitiv weiter Wettkämpfe machen und dann weiterhin alles geben, dass ich noch besser werde. Besonders im Point, dass ich vor 5 Jahren meine jetzige Frau kennengelernt habe. Und ja, dafür bin ich eigentlich ziemlich dem Point dankbar. Wäre das Point nicht, werde ich sie, denke ich mal, nicht kennen. Und deswegen ist es hier so für mich besonders. Auch allein die ganzen Leute, wo hier trainieren oder auch die Trainer, das ist für mich alles schon wie so eine Familie. Deswegen bin ich gern hier.